Ich möchte gerne ein T-Shirt nähen. Und zwar eines der ganz einfachen Variante, so eins mit überschnittenen Ärmeln, so quasi so ein Fledermaus-Shirt, was im Prinzip nur aus Vorderteil und Rückenteil besteht und das man auch total easy ohne ein Schnittmuster zu kaufen selber machen kann. Da drauf soll das da, hinten drauf einmal in groß der Anker mit dem Vogel, vorne drauf einmal in, naja, dann etwas kleiner automatisch nur der Vogel. Und das Ganze möchte ich gerne mit Stoffmalfarbe und einer Schablone übertragen auf den Stoff. Sei gerne dabei, wenn wir uns durch die Arbeitsschritte kämpfen. Einmal vorweg, ich weiß nicht, warum ich es immer noch besitze, aber das waren die Überlegungen dazu. Die habe ich irgendwie vor Monaten mal abends mit einer Freundin in der Kneipe gezeichnet. Die wollten nämlich eine Jacke haben. Und diese Jacke existiert auch. Da habe ich das schon einmal hinten drauf gedruckt. Das findet man auch, wenn man in meinem Instagram-Account irgendwie ein Stück weit runter scrollt, dann ist die da noch zu sehen. Und darauf kann man erkennen, dass man, wenn man das Ganze, wie ich es damals gemacht habe, einfach Schablone auf den Stoff kleben und dann mit dem Pinsel ausmalen, dass man das nicht ganz gleichmäßig hinbekommt. Dass man da immer noch so ein bisschen die Pinselstriche sieht und so weiter und so fort. Und mittlerweile klebe ich meine Schablonen auf so einen Siebdruckrahmen und rakel das dann durch. Und ich glaube halt einfach, das kann ich mittlerweile besser als damals. Und das möchte ich gerne heute ausprobieren, ob ich das auch besser hinkriege oder ob ich mir das nur einbilde, dass diese Variante wirklich vorteilhaft ist. Genau, also das ist der Plan. Wir müssen das gleich einmal ausplotten. Das Schnittmuster muss ich zum Glück nicht mehr neu machen. Das habe ich nämlich schon, das zeige ich euch gleich. Und ich habe hier noch so einen Stoffrest, da sollte das hoffentlich drauf passen. Das ist ein stinknormaler einfarbiger, ich finde übrigens eine schöne Farbe, Jersey. Und da kommt das dann, ich denke mal, in so einem Grauton hinten und vorne drauf. Also schneiden wir als erstes mal da die Schnittteile aus. Und da sind schon die beiden Schnittteile, aus denen tatsächlich im Prinzip das ganze Oberteil besteht. Abgesehen davon, wenn man noch irgendwelche Bündchen irgendwo dran machen möchte, aber gut, dazu später mehr. Rückenteil, Vorderteil und fertig ist die Nummer. Dann hat man so ein schönes, etwas faltig fallendes Fledermaus-Shirt halt mit so überschnittenen Ärmeln. Und als ich vorhin gesagt habe, das kann man auch ohne Schnittmuster selber machen, meinte ich das auch so. Und zwar, wenn ihr einfach euer T-Shirt in der Mitte faltet und so hinlegt, wie es hier auch gerade liegt, also dass hier der Ärmel ist, das Oberteil ausgebreitet ist und einfach einmal eine schön geschwungene Linie außenrum zeichnet, dann habt ihr im Prinzip schon so ein Shirt. Das habe ich eigentlich genauso gemacht, nur halt am Computer. Das war einer meiner ersten Schnitte, darum hat er auch dieses nette Ziehharmonika-Muster. Übrigens, kleiner Hinweis, weil ich mich gerade geärgert habe, wie das aussieht, nämlich faltig und sich auch kaum gerade hinlegen lässt. Da habe ich am Anfang meine Schnittmuster immer in so Akteneinhänge, irgendwas Ordner-Dingern gelagert. Und dadurch musste ich sie auch falten. Und das hat mich dauernd genervt. Also bin ich dazu übergegangen und habe irgendwann den Masterplan gefunden. Und zwar Teppich. Also wenn ihr da auch Probleme mit habt, meine Schnittmuster liegen mittlerweile alle unter Teppichen. Das mag nicht so ganz gängig sein, aber tatsächlich, da liegen sie gerade, da kriegen sie nichts ab und ist für mich bislang die beste Lösung, die ich gefunden habe. Wenn ihr bessere Vorschläge habt, ich habe immer Angst, dass irgendwann mal ein Glas Rotwein umkippt, dann sagt mal gerne Bescheid. So sieht das jetzt aus. Also ausgeplottet, auf dem Siebprogramm geklebt. So. Und außenrum habe ich das noch mit Klebeband verkleidet, damit die Farbe nicht irgendwo am Rand abhaut und da auf dem Stoff landet. Übrigens, kleiner Hinweis zum Bild. Die Vorlagen habe ich bei Pixabay gefunden. Da gibt es kostenlos und lizenzfrei diverse Bilder und wenn man sich die dann runterlädt und
ich benutze mal Inkscape zum Beispiel, bearbeitet. Dann kann man das ganz cool hinkriegen. Also ich habe den Anker und den Vogel einzeln runtergeladen, habe da noch ein bisschen irgendwie was dran verändert. Wobei in dem Fall bin ich direkt, also glaube ich, ziemlich nah an der Vorlage geblieben. Aber da kann man sich das dann halt selber so ein bisschen zusammentüdeln, wie man es gerne haben will, kann die Größe passend einstellen und das dann plotten lassen. Wenn ihr keinen Plotter habt, selbstverständlich könnt ihr das auch irgendwie mit Skalpell und Nagelschere und Co. auf einer Klebefolie ausschneiden. Funktioniert genauso, macht halt nur weniger Spaß. Und der nächste Schritt wäre jetzt, das hier gleich zu positionieren. Das kommt hier einfach hinten relativ mittig auf den Rücken. Selbstverständlich muss ich es dann gleich erstmal umdrehen. Ich werde es vorher noch schön hinlegen. Dann habe ich mir hier schon meine Stoffmalfarbe bereitgestellt und ihr seht, nee, es ist doch kein Grau geworden. Ich fand dieses Rötliche irgendwie ganz cool zur Farbe des Shirts. Ja, darum Planänderung. Wir machen das in diesem Rotton. Das kommt gleich so würstchenförmig hier oben in den Rahmen rein und dann habe ich hier so ein Rakel und mit diesem Rakel zieht man das dann oben drüber. Vorher sollte man seine Katze aussperren, ansonsten hat die gleich auch irgendwie eine rote Nase oder so. Der Druck ist drauf, fertig und schon mal angebügelt, um ihn zu fixieren. Also wäre es jetzt an der Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Und das ist, naja, mittelmäßig, würde ich mal sagen. Mittelmäßig. Also grundsätzlich erstmal zu den positiven Dingen. Das sitzt da, wo ich es mir vorgestellt habe. Das ist klar zu erkennen und hat vor allem auch klare Linien. Auch der kleine Vogel vorne hat soweit grundsätzlich funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt habe ich ja aber am Anfang gesagt, dass es mein Ziel ist, das etwas gleichmäßiger hinzubekommen als damals mit dem Pinsel. Das hat mittelgut geklappt, würde ich mal sagen. Also, wir können sagen, also man sieht keine Pinselstriche oder sowas und tatsächlich ist es gleichmäßiger, aber wenn man sich jetzt die Rottöne mal hier genauer anguckt, dann sind schon ein paar Schatten zu erkennen. Also, es ist nicht hundertprozentig flächendeckend knallerot, sondern es hat ein bisschen hellere und ein bisschen dunklere Stellen. Das kann man fast noch mehr bei dem Vogel vorne sehen. Der ist noch ein bisschen schattiger. Da stellt sich die Frage, woran das liegt. Ich habe da zwei Varianten im Kopf und die erste wäre relativ einfach zu lösen. Und zwar habe ich nochmal nachgeguckt gerade. Die Farbe, die ich damals bestellt habe, war A, nicht gerade die hochwertigste vielleicht und B, da stand nicht extra drauf, dass die für dunkle Stoffe geeignet ist. Und das wäre meine Hoffnung, dass es einfach daran liegt, dass sie deshalb auch auf einem relativ dunklen Stoff nicht so gut deckt. Die schlechtere Variante wäre, dass mein System mit dem Siebdruck und mit der Folie einfach nicht so optimal ist, wenn man einfach größere Flächen hat, so wie hier. Das wäre deutlich schwieriger zu lösen, anstatt sich einfach ansonsten mal eine neue Farbe zu bestellen, die vielleicht 1 € mehr wert ist und auch wirklich für dunkle Stoffe geeignet wird. Trotzdem finde ich ihn ganz okay, also ich bin nicht demotiviert, ich ärgere mich vielleicht, ich bin nicht demotiviert, so. Und mache jetzt weiter mit dem Shirt und zwar indem ich die Nähte schließe, einmal hier oben auf den Schultern und dann hier an der Seite lang, so bis zum Ärmel hin. Das mache ich mit der Overlock und anschließend kümmere ich mich dann auch gleich um die drei Säume und zwar werde ich da einfach das jeweils zweimal einschlagen, mit einem dehnbaren Stich zusammennähen und dann ist dieses easy zu nähen Shirt auch fertig.
Geschafft, geschafft. Ich beschwere mich jetzt nicht noch ein weiteres Mal über den ungleichmäßigen Aufdruck, sondern freue mich drüber, dass mir dieses Shirt ansonsten eigentlich recht gut gefällt. Ich hoffe, wir sehen uns hier bei Zeiten dann wieder mit irgendwelchen neuen Negram, der mir dann in den Kopf kommt. Und bis dahin, neues T-Shirt, ab nach draußen.